So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu einer weiteren Aufnahmesession in Attila Total War. Ja, wo fange ich denn mal an? Ich habe jetzt letzte Woche gar nicht aufgenommen, ich habe einfach keine Zeit gefunden. Dann wollte ich gestern aufnehmen, gestern war Samstag. Samstag ist ja eigentlich einer der regulären Session-Tage. Aber es hat gescheitert und das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt deswegen abgeblasen habe, nämlich aufgrund des Wetters. Ja, es war einfach zu warm. Es war viel zu warm und ja, da kann ich mich nicht konzentrieren. Beziehungsweise ist das auch einfach keine angenehme Aufnahmeatmosphäre. Und von daher habe ich gestern mal, ja, man glaubt es jetzt gar nicht, im Wetterbericht geschaut. Das mache ich eigentlich nie. Dann habe ich mal geschaut, ja, wie sieht's denn morgen aus und habe jetzt hier über Nacht schön gelüftet. Und dann sind wir jetzt an dieser Stelle, wo ich ja aufnehmen kann früh. Das ist eigentlich auch nicht normal, dass ich um 8 Uhr früh aufnehme. Aber ja, ich muss mich ein bisschen anpassen an die Temperaturen, an die Jahreszeit. Und genau, von daher ja, ändert sich für euch nichts, weil das wird alles regulär hochgeladen. Aber für mich ist das tatsächlich eine kleine Umstellung, hier so früh aufzunehmen. Und ja. Dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe mir übrigens hier einen schönen Tee dazu geholt. Jetzt wird sich der eine oder andere auch wundern. Ja, es ist heiß. Warum trinkt er denn jetzt heißen Tee? Ich kann diese Frage nicht beantworten. So, wir starten also mal in die Kampagne. Ich wollte übrigens auch in diesem Screen starten, um euch einfach mal zu zeigen, wo wir aktuell stehen. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau, ist es tatsächlich so, dass die Kampagne mit den Hunden meine mit Abstand längste Kampagne bisher überhaupt ist. Ne? Also hier sieht man ja das Let's Play mit den Westtrümmern, das ging schon ziemlich lange, 250 Runden. Und wir sind mittlerweile hier in Runde 260 mit den Hunden angekommen. Und ja, das ist meine längste Kampagne in Total War Attila. Dann starten wir auch gleich mal. Ein anderer Grund, warum ich das Ganze jetzt vielleicht immer mal ein Stück verschoben habe, nicht, also das Wetter war gestern der Grund, die Woche, letzte Woche war einfach, ich war irgendwie ein bisschen demotiviert. Und in der Stimmung will ich dann auch kein Video aufnehmen. Auf der anderen Seite war es tatsächlich so, dass ich mich nicht herangetraut habe an diese epochale Schlacht, die uns jetzt hier bevorsteht gegen die Septimanen. Ich weiß auch nicht, was mich letztes Mal dazu geritten hat, in diese Schlacht zu reiten. Denn das ist alles andere als einfach. Ich habe riesen Respekt vor der Schlacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir diese Schlacht gewinnen werden. Aber so ist es nun mal. Ich kann ja nichts rückgängig machen, das ist legendär. Von daher müssen wir mit dieser Entscheidung leben. Es ist so, wir stehen hier, ja, 9000 Mann gegenüber. Wir haben selber so fast 4000. Man darf aber nicht vergessen, dass im Hintergrund auch nochmal zwei Fullstacks stehen. Das heißt, ich darf damit rechnen, dass, dass auch nochmal ca. 5.000, 6.000 Mann sind. Das heißt, alles in allem müssen wir natürlich gucken, dass wir mit diesen Horden ja, vielleicht einen taktischen Rückzug in diese Schlacht hier unternehmen. Ich kann mir nicht allzu hohe Verluste erlauben. Wir haben ja zuerst hier unsere Bogenschützen. Das sind sogar das aktuelle Upgrade, sage ich mal. Die besten berittenen Bogenschützen, die ich so das letzte Mal entdeckt hatte. Die hunnischen Teufelsbogenschützen, die wirklich eine gute Figur abgeben. Ich bin mal gespannt, wie wir die so einsetzen werden. Auf der anderen Seite wird die Munition ausgehen. Wir werden uns mit der Armee zurückziehen, schauen, dass wir keine Verluste generieren. Und dann ist unsere Infanterie gefragt hier. Wir haben hier auserwählte Urkrieger und Krieger der Steppe. Hervorragende Einheiten, wenn es darum geht, in den Nahkampf zu treten. Aber auch da denke ich nicht, dass die so gute Chancen haben werden gegen diese Massen, die der Feind ins Feld führt. Wir müssen schauen, dass wir vor allem diese Kompetenzeinheiten hier, die germanischen Kriegsbandensöldner mit den berittenen Bogenschützen ausschalten, denn das sind so die gefährlichsten Einheiten. Also grundsätzlich diese Komitatensis-Einheiten, das sind einfach viele. Es sind viele schwer gepanzerte Einheiten, die die Möglichkeit haben, in die Schildkrötenformation zu gehen, was uns natürlich alles nochmal schwieriger macht, hier für unsere berittenen Bogenschützen, überhaupt für alle Geschosseinheiten, die wir haben. Und dann halt diese Masse, also ja, es ist, also wir müssen das jetzt irgendwie so spielen. Also eigentlich muss jede Einheit mindestens 3 Kills machen, dass wir diese Schlacht hier gewinnen, ne? Wobei es, denke ich mal, auch schon reichen würde, wenn jede Einheit 2 Kills machen würde. Das würde nämlich heißen, dass wir um die 6000 Mann schlagen würden. 3000 die Flucht ergreifen. Das sind alles jetzt, die Erwartungen. Ich weiß nicht, wie diese Schlacht ausgeht.
Aber wir geben unser Bestes. Also wir haben, wie gesagt, unsere Fernkampfkavallerie. Ja, es wäre schon sehr von Vorteil, wenn uns das gelingen würde, mit unserer Fernkampfarmee hier zwei dieser Armeen zu besiegen. Aber das glaube ich nicht, dass die Munition ausreichen wird. Es wäre natürlich optimal. Auf der anderen Seite darf ich nicht vergessen, dass diese hunnischen Teufelsbogenschützen auch gar nicht so schlechte Nahkampfeinheiten sind. Also, wenn es darum geht, Schockschaden anzurichten und ja, wankende Einheiten niederzureiten, dann sind die auch noch ganz gut dafür geeignet. Ja, was kann man sonst noch sagen? Also, wir haben beim letzten Mal noch leichte Verluste bekommen. Durch Verschleiß, durch das Reiten in die Wüste. Hier haben wir pro Einheit. Haben wir hier unterschiedlichen Schaden bekommen? Ja, wir haben. Der Schaden ist tatsächlich unterschiedlich verteilt. Aber pro Einheit fehlen uns so circa 20 bis 15 Einheiten. Das ist natürlich auch ärgerlich. Ja, gut, ich würde sagen, wir starten. Wir werden hier Großarmeesteuern ausstellen. Das bringt mich nur durcheinander und ich brauche Micromanagement. Und wir gehen in die Schlacht. So, der Vorteil ist, wir kämpfen in der Wüste, haben also keine Wälder. Wir haben den Mobilitätsvorteil. Wir haben grundsätzlich den Geschossvorteil. Der Feind hat den defensiven Vorteil durch die schwer gepanzerten Einheiten und ja, durch die Masse natürlich, ne? Er hat halt viel mehr Truppen als wir. Das ist der Hauptfeind. Hier die Kompetenzeinheiten. Alle anderen Einheiten sind mir mehr oder weniger egal. Die Kavallerie können wir auch fast ignorieren. Den paar germanische Söldnereinheiten. Ach je. Ach je. So, der General darf nicht sterben. Das ist einer meiner erfahrensten Generäle. So, dann machen wir mal, würde ich sagen, Vierergruppen. Und die Einheiten halte ich erstmal zurück. So, dann werden wir auf alle Fälle den verlängerten Schuss auswählen, weil wir einfach Schaden anrichten müssen. Los geht's. Mal gucken. So, hier kommt man mit. Vielleicht auch, um die feindliche Kavallerie abzufangen. So, von wo kommt die Verstärkung? Ich bin mir gar nicht sicher, wie das war. Wenn man selber zwei Schockkräfte ins Feld führt und dann die kleine Schlacht auswählt. Ich glaube, dann kämpfen auch nur 20 gegen 20 Einheiten. Anders ist es, wenn der Feind 40 Einheiten ins Feld führt und man selber nur 20, dann darf die KI diesen überlegenen Vorteil rausspielen. Okay. Dann wollen wir mal. So, vielleicht können wir hier uns auch um die Schleuderer kümmern. Ah, sehr schön, da kommt die Kavallerie auch schon. Sehr gut. So, fangen wir mal an. Also wir müssen haufenweise Kills machen. Aufpassen, aufpassen. Und ich kann mir auch wirklich jetzt hier keine Verluste in irgendeiner Art und Weise erlauben. Wir müssen gucken, dass wir die Kavallerie entsprechend ausschalten. Was haben die eigentlich für Reichweite? Die haben alle dieselbe Reichweite, das wollte ich wissen. Sehr gut, die Kavallerie ist aber fast schon tot. Naja, 30 Mann haben sie bisher verloren. Das ist schon mal in Ordnung. Ich glaube, ich würde jetzt auch die restlichen Einheiten auch noch ran, denn er steht hier so eng zusammengedrängt. Wir machen sogar Kills, wenn ich es richtig sehe. Wir machen sogar ganz gut Kills. Wir machen sogar richtig Fettkills. Machen die so viel Schaden? 77. Na gut, die haben einen relativ hohen Geschossschaden, aber okay, das funktioniert doch ziemlich beeindruckend gerade. Weg, 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 weg. Okay, ich bin gerade ziemlich begeistert, muss ich sagen, von den Kills bisher. Da kommt Kavallerie, aufpassen. Okay, wir haben echt schon ziemlich viele Kills gemacht bisher. Ich bin wirklich beeindruckt. So, ich denke mal, die Kavallerie, die
wird nicht mehr das Problem werden, ne? 7, ja, die ist jetzt weg. So, sehr schön. Müssen aufpassen, die Kompetenzeinheiten können Geschosse werfen. Das will ich vermeiden, dass die mich dann treffen. So. Zurück. Wir können ruhig auf Abstand bleiben. Und damit haben wir fast die erste Armee sogar schon besiegt. Das geht doch schneller als gedacht. Das geht doch schneller als gedacht und das funktioniert auch besser als gedacht. So, da hinten kommt die Verstärkung, müssen wir jetzt aufpassen. Das ist die Verstärkung. Ne, das ist der General. Das ist der General. Ich glaube, wir verursachen aber auch Angst mit unseren Truppen. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Allerdings geht die Munition auch schon zur Neige. Und das ist die erste Armee, ne? Wir brauchen unsere Munition noch. Oh, da kommt die Verstärkung. Da kommt die Verstärkung von der Seite. Okay, gut. So, dann reitet ihr mal die Schützen nieder. So, das ist eine Kavallerie. Das ist ein General. Das sind beides Generäle hier, ne? Okay, kommt mal wieder zurück. Okay. Bleibt mal auf Distanz. So, die erste Armee ist so gut wie besiegt. Aber wir haben auch ganz viel unserer Munition schon verbraucht. Sehr gut, General ist tot. Wunderbar. So, wir bringen unseren General mal in Sicherheit. Der soll mal jetzt rankommen. So. So, ihr reitet weg. Ja gut, der ist weg vom Fenster. Munition sparen. So, neues Ziel. Da kommen noch haufenweise Einheiten. Da müssen wir jetzt wirklich sparsam mit der Munition vorgehen. General, soll ich auch mal beeilen? Nicht, dass der abgefangen wird. Das kann ich mir nicht erlauben. Aber der ist ja relativ fix unterwegs, ne? Geschwindigkeit 126. Ja, das geht. So. So, der General kommt in die Ecke. Zum Glück haben die keine Geschosse. Zum Glück haben die keine Geschosse. Wir müssen nur auf unseren Rücken achten. So, weg da. Weg. Das ist auch ein General. Aber der ist gleich tot. Sehr gut. Der ist so gut wie tot. Weg. So. Ich bin mittlerweile tatsächlich ein bisschen optimistischer, weil ich gesehen habe, dass unsere Einheiten doch sehr, sehr viel Schaden machen.
So, bitte mehr Schaden anrichten, danke. Mehr Schaden anrichten, danke. So, die haben, glaube ich, keine Munition mehr jetzt, ne? Nee. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was soll ich sagen? Okay, da kommt auch noch Unterstützung. Ja gut, er bekommt ja von 3 Armeen Verstärkung, deswegen kommen die auch von allen Seiten. Aber wir haben schon 2 Generäle, glaube ich, jetzt zurückgeschlagen und dadurch leidet natürlich die Moral immens. So, der General kommt ein bisschen in Sicherheit. Müssen wir gucken, dass wir uns um alle Verstärkungen etwa gleichzeitig kümmern. Aber es klappt ziemlich gut, weil er sich auch nicht formieren kann. Beziehungsweise er wird sich sicherlich irgendwo aufstellen, aber sein Aufstellungsbereich ist irgendwo so zwischen diesen Armeen. Und dadurch können wir die halt alle ganz hervorragend abfangen. Und das funktioniert bisher ziemlich, ziemlich gut. Wir dürfen halt nicht in den Nahkampf treten, weil sobald wir in den Nahkampf gehen, haben wir keine Chance mehr gegen die Einheiten. Die sind völlig überlegen. Ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert. Das funktioniert hervorragend. Jeder Einheit hat hier 200 Kills in etwa. Damit sind wir auf alle Fälle aktuell im Soll, wie ich mir das am Anfang auch ausgerechnet hatte. So. Ganz wunderbar funktioniert das gerade. Krass, wie die bis 3 Mann noch kämpfen, die Einheiten. So, jetzt ziehe ich mal zurück. Sorgt das eigentlich für Erschöpfung? Nein. Tja, mal gucken, was da noch kommt. So, weg. Die haben alle keine Munition mehr. So, Munition ist jetzt wirklich endgültig alle. So. Ein bisschen was haben wir noch. So, einzelne Einheiten haben noch Munition. Am besten, wir versuchen die jetzt wirklich ein bisschen zu isolieren. Und die dann, dann nutzen wir unseren Sturmangriff aus. Die Einheiten haben ja hier trotzdem einen Angriffsbonus von 23, so in etwa. Das ist ja trotzdem, ist jetzt nicht nichts. Ist jetzt auch nicht viel, ist jetzt auch keine Schockkavallerie. Aber das läuft ganz, ganz hervorragend bis jetzt. Aber es kommen halt noch viele, viele Einheiten. Also ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon vertrieben haben, aber es wird noch einiges aufs Schlachtfeld kommen. So, und ich bräuchte, glaube ich, auch ein bisschen Infanterie dann irgendwann. So, der kann die Moral deutlich verringern um minus 7. Das sollten wir ausnutzen. Ich würde es mal probieren jetzt mit einer Schockattacke, aber dafür holen wir uns hier die besseren Einheiten ran. Die haben eine Nahkampfabwehr von 55. Das ist ja nochmal ein gutes Stück besser. So, die haben wir jetzt isoliert, die Einheit. Und er will sich jetzt auch formieren. Ja, das werden wir auf alle Fälle unterbinden. Angriff. So, jetzt noch die Moral reduzieren. Naja, sieht man nämlich, wie gut die kämpfen, ne? Wobei, 103, 102. Moral habe ich auch schon reduziert. Sehr gut, die fliehen auch. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel noch kommen, aber es sind mit Sicherheit noch 2 Armeen. Na, aber das läuft... Also ich muss wirklich sagen, es läuft geradezu perfekt. So, die schnappen wir uns auch noch. So, das sind unsere schwächeren Einheiten. Die werde ich jetzt mal nach hinten schicken. Ich
weiß nicht, ob unser General auch für Entsetzen sorgt. Immun gegen Angst? Nee, leider nicht. Aber die machen Angst. Also es ist auf alle Fälle schon ein ziemlicher Vorteil. Ich will mal gucken, ob sich das so krass auswirkt. Geflohen, Grundwert. Verbündete fliehen. Na, jetzt hat er sich nämlich formiert. Na, das wollte ich eigentlich verhindern. Mal gucken, wie stark diese Auswirkung des ganzen Features jetzt ist. So, jetzt. Gucken wir mal. Klar macht er jetzt auch ein paar Kills. So, ich muss die eine auswählen. 0 Kills, okay, 0 bis jetzt. General lebt. Kavallerie fürchtet sich vor feindlicher Einheit. Minus 3. Das sind immerhin minus 3 Moral, die da gleich mal verloren gehen. Sehr schön. Und wir haben ja auch noch unsere Nahkampf-Infanterie. Ich will jetzt auch nicht meinen Mobilitätsvorteil verlieren. Ich denke, ich werde jetzt hier mal die Kavallerie zurückziehen lassen. Die haben alle ihre Munition verbraucht. Die lasse ich jetzt fliehen. Und da hole ich dann meine Nahkampfinfanterie ins Feld. Die dürfte deutlich überlegen sein. Und das sind Einheiten, die machen Angst. Will ich jetzt auch nicht unbedingt das Schlachtfeld verlassen. So. Und wir bekommen ja auch, glaube ich, noch Geschosskavallerie. Die kommt aber erst ganz zum Schluss. Ja, gegen diese Einheiten brauchen wir jetzt unsere Nahkampf-Infanterie. Anders wird das nichts. So, ihr flieht bitte. Verstärkung kommt allerdings jetzt, glaube ich, von hinten, ne? Vielleicht mal gucken, wo die Verstärkung kommt. Ja, die kommt von der Seite. Und das ist unsere Infanterie. Sehr schön. Naja, jetzt nicht mehr unbedingt. So, hier haben wir jetzt unsere wirklich völlig überlegene Infanterie. Die haben schon echt fantastische Werte, diese Krieger hier. Also 56 Nahkampfschaden, 66 Nahkampfangriff. Die haben immerhin einen Abwehrwert von 35. Jetzt können wir mal schauen. Nur mal als Beispiel. Also diese auserwählten Urkrieger haben eine Abwehr von 35, die Krieger der Steppe 30. Die Kompetenz des Speerträgers, die ja die Hauptstreitkraft des Feindes ausmachen, haben einen Nahkampfangriff von 28. Die kommen also nicht mal durch die Nahkampfabwehr unserer Infanterie durch. Die haben allerdings selber einen Abwehrwert von 38 und meine Infanterie hat einen Angriffswert von 59, 66. Also die kommen auf alle Fälle durch die Abwehr durch. Ich kann zusätzlich sogar noch andere Effekte aktivieren hier bei der Infanterie. Die können nochmal plus 10 Nahkampfangriff dazu bekommen, also das sind sehr überlegene Einheiten. Und man darf auch nicht vergessen, das sind Speerträger. Speerträger haben relativ gute Werte gegen Kavallerie, aber die haben auch nicht den allerhöchsten Nahkampfschaden, 32. Davon Rüstungsdurchdringung 8. Ne? Die haben auch eine relativ gute Rüstung mit 46. Ne? Also, aber wir haben halt nicht so viele. Ne? Deswegen müssen wir gucken, dass wir mit unserer Kavallerie parallel den Feind in den Rücken rennen. Dass wir uns sehr breit aufstellen, dass wir mit möglichst vielen Einheiten gleichzeitig kämpfen von der Infanterie. Das ist das Entscheidende. So. Die sind auch noch frisch, die Einheiten. Wunderbar. Jetzt müssen wir gucken, sind das auch 20 Einheiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Einheiten. Wahrscheinlich irgendeine versteckt. Oder ich habe mich jetzt verzählt. 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 Einheiten zähle ich. Also entweder hat er wirklich nur noch 19 Einheiten. Oder eine Einheit ist versteckt und es kommt noch Verstärkung. Jedenfalls werden wir uns so breit wie möglich jetzt aufstellen. So. Die auserwählten Urkrieger machen die Hauptlinie aus und dahinter werde ich die noch als Ersatz quasi dazu schicken. So, wir können mal gucken auf die Kills. Die hundischen Teufelsbogenschützen 381 Kills, 300 Kills, 242, 323, 250, 300, 284, 298, 230, 225. Also das sind wirklich ganz hervorragende Einheiten.
Wenn man sich die auch mal anschaut, also das, die können sich schon echt sehen lassen. Also hervorragende Einheit. Für die bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Und wir zahlen ja, glaube ich, nur 100 Goldstücke mehr als für die hundischen berittenen Krieger. Also ganz hervorragend, ganz hervorragend. So. Die Septimanen. Trotzdem denke ich mal mit bisher die größten Bedrohung, wobei die Einheit natürlich und die Einheiten relativ homogen sind, ne? Also hier ausschließlich diese Kompetenz des Schwerträger, da hatten wir schon Schlachten, zum Beispiel unsere Megaschlacht gegen die Alemannen. Die hatten ja auch sehr unterschiedliche Einheiten ins Feld geführt, darunter auch ganz, ganz starke Infanterieeinheiten. Ja, und diese Kompetenz des Schwerträger, die sind jetzt nicht der allergrößte Gegner, aber es sind eben 9000 Mann und er hat damit ca. 6000 Mann mehr. Und 6000 Mann ist jetzt auch nichts, was man unterschätzen sollte. Dazu kommt halt noch, dass das sehr schwer gepanzerte Einheiten sind, die teilweise sogar relativ hohe... Habe ich mich vorhin verschaut? Ja, ich habe mich tatsächlich verschaut. Die haben eine Nahkampf... Achso, er hat hier Kompetenzes-Speerträger, die haben eine Abwehr von 47. Und dann hat er hier andere Kompetenzes-Speerträger, die haben eine von 48. 38 und 48 sind gleich 10 Punkte Unterschied. Also das finde ich dann sogar gefährlich. Also die sind unterschiedlich stark auf alle Fälle, die Einheiten. So, wenn wir ihn jetzt so angreifen, wäre mir das sogar ganz lieb, wenn wir ihn schräg angreifen. Habe ich jetzt nichts dagegen. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwelche Geschosse haben. Haben die Geschosse? Ich glaube nicht. Ne, die haben keine Geschosse. Hat hier noch ein paar Legio-Einheiten. So, ich hoffe, ich will jetzt auch mal die Generäle ran, weil die können ja, glaube ich, beide die Moral reduzieren. Er kann sogar die Nahkampfabwehr erhöhen um plus 8. Dann sollten wir ihn auf alle Fälle mal ins Gefecht holen. Kann sich auch mal ein bisschen beeilen. So. So, jetzt will er sich gerade umformieren. Das nutzen wir jetzt aus. Versuchen wir gleich anzugreifen. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt können wir ihn sogar hier leicht einschließen. Und er trennt sich. Er trennt sich. Er teilt sich auf. So, die haben auch Geschosse, die sie werfen können. Zumindest diese Axteinheiten haben Geschosse. So. Sehr gut. Die haben gleich mal 20 Kills gemacht mit ihrem Axtangriff. So, dann geht ihr jetzt in den Rücken des Ganzen. Und ihr versucht hier die Legio-Einheiten abzuhalten, dass keine Verstärkung kommt. So, genau, jetzt kommt er nämlich hier. Da schicken wir jetzt unsere ganzen Axteinheiten rein. Sehr gut. Nahkampfabwehr wird erhöht. Und hier schaffen wir es auf alle Fälle schon, ihn zum Wanken zu bewegen. Das funktioniert ganz hervorragend. Sehr gut, da haben wir gleich 5 Einheiten auf einem Haufen. Sehr gut, die haben wir jetzt ganz hervorragend in den Rücken bewegt. So, die haben jetzt auch 76 Nahkampfangriff. Die dürfen jetzt richtig hier wüten, diese Einheiten. So, da hinten sind ein paar Piken. Sehr gut, haben wir schon gewonnen. Dann haben wir jetzt die Kavallerie. So, dann haben wir den General. Der soll dann auch die Moral reduzieren. Beziehungsweise der kann hier noch die Einheiten niederreiten. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn so möglichst umzingeln hier. Weil wir bekommen auch Verluste, ihr seht's ja. Aber die machen viel, viele Kills. 160, 200 Kills. Das erste Mal, dass ich Infanterie jetzt mal mit so guten Werten sehe. Los, rein da, rein da, rein da. Von den Piken müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Gucken, ob wir einen Charge, ob uns hier ein Charge gelingt. Dann würde ich es nämlich probieren. Wir probieren einen Massencharge. Und dann gleichzeitig die Moral zu reduzieren. Ich weiß, es ist gefährlich, wir gegen Piken Kavallerie ins Feld zu führen. Und Moral reduzieren. Funktioniert's. Funktioniert es. So, jetzt leckt's richtig.
weil hier richtig viele Einheiten gerade kämpfen. Und, wie sieht's aus? Ja. Wir haben eine Massenpanik. Ah, hier haben wir 10 FPS gerade in dem Umkreis. Aber wir haben eine Massenpanik erreicht. Also so viele Einheiten auf einmal habe ich auch noch nicht fliehen sehen. Nee, auf alle Fälle nicht. So viele Einheiten habe ich noch nie auf einem Haufen fliehen sehen. Hervorragend. Ich weiß auch nicht, ob es das dann war. Weil Massenpanik haben wir immer noch nicht ausgelöst. Sehr gut, die Piken fliehen auch. Da haben wir gewonnen. Wunderbar, wir haben gewonnen. Was für eine epische Schlacht. Dann würde ich sagen, wir schicken auf alle Fälle unsere Kavallerie aus, um möglichst viele Einheiten zu verfolgen. Weil das kann ich mir nicht erlauben, dass die alle vom Schlachtfeld runterkommen. Es warten immer noch ca. 3.000-4.000 Mann in der Umgebung. Aber damit habe ich nicht gerechnet, dass wir die Schlacht mit so wenigen Verlusten gewinnen können. Also was die hier für Kills gemacht haben, unsere Infanterie. Die haben 340 Kills, 36, 300 Kills, 200 Kills, 200 Kills, 133, 395, also fantastische, wirklich fantastische Werte. Hier haben wir auch die Krieger der Steppe. Können wir uns dann auch mal genauer anschauen. Aber erstmal senden wir unsere Kavallerie aus. Ich zweifle zwar, dass wir hier noch jemanden kriegen, aber... Und es gibt noch 4 Infanterie zu verfolgen. Ja, die ganzen Toten, die bleiben natürlich auch liegen, ne? Boah, Alter, wie viele Tote hier auf dem Schlachtfeld rumliegen. Das ist halt wirklich ein blutiges Gemetzel. Tja, den Blutmord, den habe ich nicht für Attila. Ne? Den führt ja Total War, das Entwicklerstudio Creative Assembly, die machen ja für jeden Total War-Teil hier so einen Blutmord, wo man extra bezahlen darf. Das habe ich bisher nur in Warhammer gekauft. So. Dann verfolgen wir mal. Sieht natürlich auch witzig aus, hier fliehen noch so ca. 20 Mann und dann kommen wir jetzt hier noch hinterher. So, waren wir unsere Axteinheiten. Das sind die Axteinheiten, ne? Ja. Ja, die haben eben den Vorteil, dass sie einen ziemlich hohen rüstungsdurchdringenden Schaden haben, ne? Davon nämlich insgesamt. Moment. Sind das hier? Ah, hier. 16 rüstungsdurchbrechender Schaden. Die haben nur 10, also nochmal 6 Punkte mehr. Und das in Attila macht das einen ziemlich großen Unterschied. Wenden wir. So. Also, wir haben 360 Mann verloren und 7600 Mann geschlagen. Also, das ist wirklich ein krasses Verlustverhältnis. Das dürfte 1 zu 20 in etwa sein, ne? Ja, das müsste so in etwa 1 zu 20 sein. Also das war schon echt eine epische Schlacht. Ja, es bleiben immer noch 1400 Mann übrig. Das ließ sich jetzt leider nicht verhindern. Beziehungsweise die letzten Einheiten sind gar nicht mehr aufs Feld gekommen. Interessant, also die Massenpanik ist dann vorher schon ausgebrochen. Hier sieht man es nämlich, hier haben wir noch die germanischen Axtsöldner. Dann, oh, die Einheit wurde sogar zerstört. Diese Einheit wurde vom Feind gefangen genommen. Ist ja witzig, dass man in Attila Total War auch immer so Belagerungsgeräte gefangen nehmen kann. Ja, es bleiben hier ein paar Axtsöldner übrig. Ein paar Bogenschützen, ein bisschen Kavallerie, aber eben nicht viel. So, ich nehme jetzt nochmal die Verstärkung, weil wir mitten in der Wüste stehen. Aber es ist trotzdem beeindruckend, ne, was wir hier für Kills gemacht haben. Und wir hätten sogar noch ein paar Kavallerieeinheiten in der Schlacht gehabt. Gut, dann nehmen wir die Verstärkung. Die ziehen sich zurück. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und für euer Interesse.
Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und bis bald.